Hi, im heutigen Video erkläre ich dir, wie du stürzende Linien bei Architekturaufnahmen korrigieren kannst und was es dabei zu beachten gibt. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du das von Hand machen kannst, aber auch ganz am Schluss dieses Videos, wie du das mit einem kleinen Trick automatisch von Photoshop korrigieren lassen kannst. Lange Rede, kurzer Sinn, lass uns loslegen! Ja, wie du sehen kannst, habe ich bei meinem letzten Wien-Besuch ein wunderbares Bild der Wiener Staatsoper gemacht. An sich bin ich mit dem Bild recht zufrieden. Was mich allerdings stört, sind unter anderem die Menschen. Die werde ich aber leider so einfach nicht los. Aber was ich loswerden kann, das sind diese stürzenden Linien. Das sind diese Linien hier am Rand des Gebäudes, die hier etwas nach oben hin verjüngen. Man sieht das sehr gut, wenn ich auf meiner Tastatur zum Beispiel die Kombination Steuerung und den Buchstaben R beziehungsweise auf dem Mac Command und den Buchstaben R drücke, dann kann ich mir nämlich ein Lineal einblenden. Man sieht das hier oben und auch hier links am Monitor, da habe ich so verschiedene Zahlen angezeigt. Die kann ich mir auch in Zoll, Zentimeter, Millimeter, Punkt, Pika und Prozent anzeigen lassen. Also wer das lieber in Zentimeter haben möchte, der macht hier auf das Lineal einen Rechtsklick und wählt hier Zentimeter aus. Nun kannst du hier oben das Verschiebewerkzeug nehmen und kannst einfach einmal hier im Lineal klicken und mit gedrückter Maustaste hier eine Linie aufziehen. Wenn ich die Maustaste wieder loslasse, dann habe ich hier eine Linie. Wie du nun siehst, sieht man, dass diese Linie hier nicht gerade ist. Und da spricht man dann von einer stürzenden Linie. Dasselbe habe ich auch hier auf der rechten Seite und auch hier etwas weiter im Bild drinnen. Da sieht man auch, dass diese Linie nicht gerade nach unten verläuft. In der Mitte des Bildes ist das meistens nicht so ein Problem, denn so stürzende Linien, die entstehen dann meistens aus der Optik der Kamera, also dem Objektiv der Kamera heraus. Vor allem im Weitwinkelbereich, da sind stürzende Linien umso stärker. Ja, wie werde ich nun solche Linien los? Also, es gibt da folgende Möglichkeit. Ich zeige dir das erstmal, wie du das manuell machst. Als erstes duplizierst du dir zur Sicherheit erst einmal diese Hintergrundebene, indem du auf deiner Tastatur Steuerung und den Buchstaben J bzw. auf dem Mac Command und den Buchstaben J drückst. Nun drückst du auf deiner Tastatur Steuerung bzw. Command und den Buchstaben T, um das Bild transformieren zu können. Ich zoome etwas weiter raus und habe hier nun diese Anfasser am Ende des Bildes. Mit einem Rechtsklick kann ich mir hier ein Untermenü einblenden lassen. Hier gehe ich einfach mal auf Perspektivisch, damit ich hier die Perspektive angleichen kann. Nun gehe ich hier an den oberen rechten oder an den oberen linken Regler und kann mit gedrückter Maustaste hier dieses Bild etwas begradigen. Wenn ich hier ziehe, also hier oben an den Anfassern, dann siehst du, dass ich hier die Linien des Gebäudes gerade bzw. gerader bekomme. Also ich ziehe hier weiter, bis ich sehe, dass zum Beispiel hier diese Linie schön parallel zu der Linie des Hauses verläuft. Also hier würde ich sagen, passt das recht gut. Hier passt das auch recht gut und auch hier funktioniert das recht gut. Das Problem beim Begradigen ist allerdings, dass du, dadurch, dass du das Ganze nach außen ziehst, hier Bildinformationen verloren gehen. Das heißt, hier wäre eigentlich noch etwas mehr vom Bild zu sehen, allerdings schneidet mir hier dieses Bild ab. Auch auf der rechten Seite habe ich dasselbe Problem und deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du schon Gebäude fotografierst, hier ist das leider nicht anders gegangen, aber wenn du Gebäude fotografierst, dann achte darauf, dass du links und rechts bei deinem Bild möglichst viel Fleisch dran lässt, damit, wenn du das nachher begradigst, du hier noch schön alles abschneiden kannst und nicht, wie hier in diesem Beispiel, das Gebäude beschneiden musst. Okay, dann würde ich sagen, wenn das so passt, dann bestätige ich das hier oben mit dem kleinen Häkchen oder drücke auf meiner Tastatur die Enter-Taste. Ich zeige das nochmal im Vorher-Nachher-Vergleich. Also ich klicke hier drauf und man sieht nun, habe ich das Gebäude um einiges gerader. Wenn ich diese Hilfslinien ausblenden möchte, dann drücke ich einfach auf meiner Tastatur Steuerung bzw. Command und Beistrich. Ich zeige das nochmal kurz. Also Steuerung, Command und Beistrich blende ich das ein und Steuerung oder Command und Beistrich blende ich das Ganze wieder aus.
Wenn ich die Hilfslinien komplett löschen möchte, dann gehe ich hier oben im Menü auf Ansicht und dann auf Hilfslinien löschen. Und dann werden die kompletten Hilfslinien wieder weg. Wenn ich die Hilfslinien im Nachhinein nochmals etwas verschieben möchte, dann schnappe ich mir hier oben einfach das Verschiebewerkzeug, fahre hier drüber und wie man sehen kann, ändert sich hier der Mauszeiger. Nun kann ich einmal draufklicken und mit gedrückter Maustaste kann ich, wenn ich das möchte, hier die Linie nochmals verschieben. Ich lösche diese Linien hier nochmals ganz kurz, denn ich möchte euch noch einen kleinen Trick zeigen. Also, ich gehe hier oben auf Ansicht und auf Hilfslinien löschen. Denn man kann sich das ganze Theater mit den Hilfslinien auch etwas einfacher machen. Und zwar gehe ich hier auf Ansicht und gehe dann auf Anzeigen und hier auf Raster. Denn nun habe ich das ganze Bild mit einer Rasterüberlagerung angezeigt. Wenn ich das Ganze, also diese Raster hier etwas korrigieren bzw. etwas anpassen möchte, dann gibt es hier folgenden Trick. Also ich gehe hier auf Bearbeiten, also oben im Menü auf Bearbeiten, unter Voreinstellung und gehe hier auf Hilfslinien, Raster und Slices. Hier im Menüpunkt Raster kann ich zum Beispiel hier eine andere Farbe wählen, zum Beispiel Rot, Grün, Blau, Gelb oder wenn ich das möchte, kann ich auch eine benutzerdefinierte Farbe je nach meinem Geschmack hier auswählen. Also ich nehme zum Beispiel hier dieses Grün und bestätige das einfach mit OK. Wenn ich diese kleinen Hilfslinien hier nicht haben möchte, dann gehe ich bei Unterteilungen rein und tippe hier zum Beispiel 1 ein. Und schon habe ich wirklich nur diese äußeren, dickeren Linien. Natürlich kann ich hier auch die Linien dementsprechend anpassen, also ich kann die gestrichelt anzeigen lassen oder auch einfach mit Punkten. Ich würde dir aber empfehlen, hier das Ganze einfach mit einem durchgestrichenen, also mit einem kompletten Strich zu versehen, da man hier so am besten arbeiten kann. Gut, ich bestätige das ganz kurz. Und wie du sehen kannst, müsste ich hier nicht mal mehr die ganzen Linien verschieben, da ich hier mehrere Raster habe und dies so um einiges einfacher ist. Ja, ich blende mir das Ganze nochmals kurz aus, indem ich hier oben auf Ansicht gehe, dann auf Anzeigen und dann gehe ich hier wieder auf den Menüpunkt Raster, um den Raster auszublenden. Es gibt nämlich leider noch einen kleinen Nachteil, der beim Korrigieren von stürzenden Linien auftritt. Und zwar ist das, dass das Bild gestaucht wird. Was das heißt, das zeige ich euch ganz kurz. Also, ich zoome hier nochmals etwas näher ins Bild rein. Und wenn man hier diese Person unten ansieht, dann sieht man, dass diese relativ breit geworden sind. Also, ich blende hier mal diese Ebene aus. Und man sieht hier im Vorhervergleich, dass diese Person hier doch etwas größer bzw. schlanker waren. Und um das zu korrigieren, mache ich nun Folgendes. Also, ich zoome mal komplett raus. Schnappe mir, sofern ich das noch nicht habe, hier oben nochmals das Verschiebewerkzeug und ziehe mir hier nochmals eine neue Hilfslinie ein, die ich oberhalb des Kopfes platziere. Also so in etwa. Und dann ziehe ich mir noch eine zweite Hilfslinie ein, die ich unterhalb der Füße platziere, damit ich nachher genau weiß, wie groß die Person denn in Wirklichkeit war. Wer keine Person im Bild hat, der kann das auch mit den Gebäuden machen. Also zum Beispiel kann ich mir hier, wenn ich das möchte, eine Linie hier oben aufziehen und eine Linie zum Beispiel hier unten am Gebäude. Da ich hier Personen habe, brauche ich das allerdings momentan nicht, denn Personen finde ich geeigneter, da diese Proportionen der Personen doch etwas besser passen müssen als diese des Gebäudes, da Gebäudeproportionen meist dem Betrachter, sofern er das Vorherbild nicht kannte, nicht wirklich auffallen. Wie auch immer, ich würde mal sagen, ich zeige euch jetzt ganz kurz, was wir hier machen können. Also, ich habe hier wieder mein korrigiertes Bild eingeblendet und mache nun wieder Folgendes. Ich drücke auf meiner Tastatur Steuerung bzw. Command und den Buchstaben T, um wie vorhin schon gehabt das Bild transformieren zu können. Nun zoome ich nochmals etwas raus, kann hier an diesem oberen und unteren Anfasser ziehen. Noch ein kleiner Hinweis, wer Photoshop 2020 und höher hat, der muss beim Ziehen gleichzeitig die Shift, also die Hochstelltaste drücken, beziehungsweise gedrückt halten, damit man hier nicht proportional skalieren kann. Wer eine ältere Version von Photoshop hat, der kann sich die Shift-Taste einfach sparen. Also ich klicke hier auf diesen Punkt und ziehe hier etwas nach oben. Leider ist hier beim Aufnehmen dieses Videos mein Computer, obwohl der eigentlich relativ schnell ist, recht langsam. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das aber und müsst halt etwas Geduld mit aufbringen. Also, das habe ich hier nach oben gezogen.
fahre nun mit meinem Bild etwas nach oben, indem ich hier in der Mitte des Bildes klicke und werde auch hier diesen unteren Punkt mit gedrückter Shift-Taste hier etwas nach unten ziehen, damit die Person in etwa die Höhe hat, die sie auch original haben sollte. So, jetzt spinnt Photoshop komplett. Ich denke aber, so in etwa passt das Ganze und bestätige das mit der Enter-Taste. Gut, zoomen wir etwas raus und auch die Hilfslinien kann ich wieder verschwinden lassen, indem ich Steuerung bzw. Command und den Beistrich auf meiner Tastatur drücke. Wie man sehen kann, habe ich hier oben nun leider das Gebäude auch noch abgeschnitten. Das macht aber insofern nichts, da ich hier mit dem Freistellungswerkzeug, welches sich hier links oben in der Werkzeugleiste befindet, hier etwas mehr Bild reinschneiden lassen kann. Also, ich gehe hier oben auf Löschen, damit ich auch hier nichts drinnen habe von den Proportionen her und kann hier einfach oben etwas mehr Bild reinholen. Auf den Seiten würde ich das nicht machen, denn wie man hier sehen kann, habe ich hier unten keine Bildinformationen und deswegen bestätige ich das nun mit der Enter-Taste. Soweit, so gut. Nun passten erstens die stürzenden Linien und zweitens die Personen haben wieder die richtige Größe. Somit sollte eigentlich auch das Gebäude in der originalen Größe, wie das in der Realität wäre, dementsprechend dargestellt werden. Das einzige Problem, was sich hier noch ergeben würde, ist, dass wir hier nun ein anderes Bildformat haben. Das muss man natürlich berücksichtigen, wenn man zum Beispiel das Bild als 20x30 Poster oder in einem sonstigen Format ausdrucken möchte. Ja, soweit so gut. Soweit wären wir eigentlich mit dem perspektivischen Korrektur am Ende. Allerdings, wie am Anfang angesprochen, möchte ich euch noch kurz eine Automatikversion von Photoshop vorstellen. Also, ich mache das Ganze mal rückgängig. Das heißt, ich schließe hier mal diese Datei und öffne mir das Bild nochmals komplett neu. So, ich nehme hier wieder das Verschiebewerkzeug, damit ich hier kein Werkzeug eingeblendet habe und mache nun Folgendes. Wie gesagt, ich zeige euch kurz die Automatikfunktion. Das heißt, ich dupliziere mir erstmal diese Ebene, indem ich auf meiner Tastatur Steuerung bzw. Command und J drücke. Nun kann ich nämlich Folgendes machen. Ich gehe hier oben im Menü auf Filter und dann auf den Kamera-RAW-Filter. Ja, hier im Kamera-RAW-Filter gibt es verschiedene Einstellungen. Wer hier nicht den komplett neuen Kamera-RAW-Filter hat, der findet diese Einstellungen meist hier oben in dieser Leiste. Beim neuen Kamera-RAW-Filter sind diese Einstellungen etwas anders aufgegliedert. Das heißt, hier auf der rechten Seite unter Geometrie finden wir verschiedene Optionen. Und zwar gibt es hier Upright-Funktion, was so viel heißt, wie dass ich das Bild gerade richten kann. Und da gibt es eine automatische, ausgewogene Perspektivenkorrektur. Wenn ich diesen Punkt hier anklicke, dann berechnet mir Photoshop automatisch, wo die stürzenden Linien sind und auch die Größen der Personen sollten dementsprechend richtig dargestellt werden. Das ist auch schon eigentlich alles, was man hier machen muss. Es gibt noch weitere Optionen wie eine horizontale oder vertikale Korrektur, bei dem zum Beispiel Photoshop hier in diesem Punkt mehr auf die horizontale Linie achtet, hier auf die vertikale Linie und dann gibt es noch zwei andere Optionen, wo Photoshop horizontal und vertikal das Ganze korrigiert, was es eigentlich bei der Automatik ja auch macht. Wenn man hier noch etwas feinjustieren möchte, dann kann man hier den Punkt manuelle Transformation aufrufen und kann hier zum Beispiel vertikal noch etwas nachjustieren oder auch horizontal kann man das Ganze dementsprechend nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen hier korrigieren. Ich mache das Ganze wieder auf 0 und bestätige das einfach mit OK. An sich sieht das Ganze hier so recht gut aus. Allerdings, wenn ich hier die Hintergrundebene ausblende, dann sehe ich, dass hier Photoshop auch etwas wegschneiden musste. Beziehungsweise das Ganze ist ja noch nicht weggeschnitten, deswegen muss ich das selber noch machen. Also das heißt, ich klicke hier auf das Freistellungswerkzeug, hier zur Sicherheit einmal auf Löschen und kann auch hier das Bild dann dementsprechend zuschneiden. Prinzipiell hat Photoshop hier dasselbe gemacht, was ich vorher von Hand gemacht habe. Allerdings vertraue ich der Automatik nicht 100% und deswegen wollte ich euch ganz am Anfang des Videos noch zeigen, wie man das Ganze wirklich von Hand selbst machen kann. Wie du gesehen hast, ist es eigentlich gar nicht so schwer, stürzende Linien zu korrigieren. Wie immer muss man nur wissen, wie das überhaupt geht. Und genau deswegen solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren, um keines meiner weiteren Videos
rund ums Thema Fotografie und Bildbearbeitung zu verpassen. Ach ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm bitte ein Like und solltest du Fragen haben, dann schreib das wie üblich unten ins Kommentarfeld. Ich freue mich, wenn du bald wieder hier auf meinem Kanal vorbeischaust.